Jo, moin Leute, neues Video von mir und ja, ich will jetzt mal auf ein Problem drauf eingehen, was jemand hat, der mich angeschrieben hat. Und ja, fangen wir am besten gleich mal an. Wir erstellen uns jetzt einfach mal hier drei neue Textebenen mit jeweils einem unterschiedlichen Dings, Text. Ich nehme jetzt einfach mal 1, 2 und die 3. So, die verschieben wir dann erst einmal so, wie wir sie haben wollen. 2 schiebe ich hier hin und die 3 schiebe ich. Ne, 3 schiebe ich hier oben hin. Sollte 1 vielleicht noch in die Mitte. Fertig. Jetzt wählen wir uns diese drei Ebenen hier aus. Machen, also klicken auf P, für die, damit sich hier die Position öffnet. Dann gehen wir an den Anfang, setzen, also klicken hier auf diese Stoppuhr. Dann erstellt sich ein Keyframe. Dann gehen wir weiter, zum Beispiel hier hin. Klicken hier hinten einmal drauf, damit sich noch einer erstellt. Gehen ein kleines Stückchen weiter. Und ziehen das jetzt hier runter. So. Dann gehen wir wieder ein Stück weiter. Setzen wieder ein Keyframe. Gehen wieder ein kleines Stück weiter. Und ziehen jetzt die 3 hier hin. Und ja, dann war es das auch eigentlich. Jetzt können wir das mal kurz abspielen. So, die 2 kommt. Jetzt kommt die 3 und das war es dann auch eigentlich schon. Nichts Großes, alles ganz easy und wirklich, das weiß jeder, wie sowas funktioniert. Und ja. Jetzt erstellen wir uns erstmal eine neue Kamera. Dazu gehen wir auf Neu, Kamera. Das hier bleibt erstmal so. Klicken wir auf OK. Ja, ist okay. Vorab müssen wir diese Textebenen hier noch in 3D machen. Wenn ihr dieses Zeichen hier nicht habt, dann klickt ihr einmal hier unten drauf und dann kommt das. Und ja, dann nehmen wir uns hier oben unser Kamerawerkzeug. Und spielen hier mit der Kamera ein bisschen rum. So. Und wir sollten natürlich vorher hier Dings setzen. So, und dann hier. Ja, wieder ein Stückchen weiter. Also dann machen wir das hier. Wieder ein Stückchen weiter. Drehen das so. Gehen wieder weiter. Drehen das dann wieder gerade. So. Und ja, das war's jetzt. Das ist nur ganz kurz und ganz leicht einmal schnell gemacht. Ja, man sieht auf alle, man kann erkennen, dass sich die 2 und das alles bewegt. Und ja, das ist auch das, was wir wollen. Jetzt, erstellen wir uns eine neue Farbfläche. Dazu machen wir einen Rechtsklick, gehen dann auf Neu und Farbfläche. Wählen uns hier eine Farbe aus. Ich nehme jetzt einfach mal Blau, egal. Dann wählen wir uns hier unser Ellipse-Werkzeug aus und ziehen hier so eine Ellipse. So. Dann machen wir das hier erstmal kleiner und wählen die Ebene aus und drücken dann F. Dann stellen wir die weiche Mastenkante ein bisschen höher. Einfach so ziehen hier. So, damit das so ungefähr aussieht. Wenn wir das haben, ziehen wir diese Ebene ganz nach unten, damit das die Zahlen hier drüber sind. Wir können jetzt hier diesen gelben Kreis noch ausblenden, wenn wir hier draufklicken. Und ja, jetzt sehen wir, ist das ja noch nichts Spektakuläres. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, um den es eigentlich geht, nämlich soll diese 3 jetzt hier so zertrümmert werden. Dazu gehen wir einfach auf Komposition, neue Komposition. Das ist auch alles egal hier. Machen dann eine neue Textebene. Schreiben hier ebenfalls die 3 rein, auch in der gleichen Schriftart und der gleichen Schriftgröße und alles. So, egal wo das jetzt ist, muss nicht passend sein, das kann man dann noch schieben. Ich schiebe das jetzt nur mal so grob hin. Und ja, wenden jetzt hier den Filter zertrümmern an.
Den suche ich hier und den kann man hier suchen. Und wenn ihr das nicht habt, geht ihr einfach auf Effekt. Ihr müsst natürlich die Ebene auswählen. Effekt. Wo war's? Na, das habe ich selber vergessen. Da, Simulation und Zertrümmer. Dann sieht er so aus. Dann stellen wir uns als erstes hier bei der Ansicht. Das halt auf gerendert. Und wenn wir das jetzt mal ein bisschen vorwärts ziehen, sehen wir die drei Felder so auseinander. Jetzt können wir hier natürlich noch unsere Einstellungen vornehmen. Die Physik, also die Schwerkraft und die Form, wie das zerfallen soll in Ziegeln oder wie Glas, so wie das so aussehen. Das müsst ihr alle selber mal ausprobieren. Und ja. Wenn wir das haben, dann wählen wir diese Ebene hier aus, gehen auf Ebene und dann auf Unterkomposition erstellen. Hier lassen wir das so, können wir noch einen Namen geben. Nennen das jetzt mal 3333. Und hier bleibt hier der Haken und klicken dann auf OK. Jetzt gehen wir wieder auf unsere Komposition 1, wo das hier schon alles soweit fertig ist. Und gehen jetzt hier bei Projekt und suchen uns jetzt hier unsere Unterkomposition raus. Das ist in meinem Fall die 3333. Und ziehen die jetzt einfach hier über, unter die Kamera und über die Textebene. Jetzt passen wir das Ganze noch ein bisschen an. Und zwar zerfällt die 3 ja ganz am Anfang. Wir gehen jetzt hier erstmal vor und suchen den Punkt, wo alle Teile aus dem Bild rausgefallen sind. Das ist ungefähr hier. Dann ziehen wir dieses Ding hier hinten so runter. So. Und dann ist wirklich nur noch das Zerfallen da. Jetzt gehen wir auf unsere Ebene 3. Und gucken, wann die da ist. Und suchen uns den Zeitpunkt raus, wann das zerspringen soll. In meinem Fall jetzt einfach mal hier. Bis dahin kürzen wir die Ebene. Also ziehen wieder hier von hier hinten das einfach bis hier hin. So. Und fertig. Dann ziehen wir uns unsere 3 dahin und sehen, das passt jetzt noch nicht ganz. Deswegen machen wir das hier alles mal ein bisschen größer. So, schubsi wupsi wups. Ziehen das jetzt hier eventuell noch einen rüber. So. Und sehen, das passt nicht. Deswegen wählen wir unsere 3333 Ebene aus, nehmen uns unser Verschiebenwerkzeug und schieben das genau übereinander. Können auch ein bisschen ranzoomen, so, dass die genau übereinander passen. Hier zeigt sich auch, dass es wichtig ist, dass man die gleiche Schriftart, die gleiche Schriftgröße und alles weitere genau beibehält. So, jetzt können wir hier ein Stückchen zurückgehen mit dem Cruiser. Und jetzt können wir gucken, ob man da was sieht. Nein, man sieht da kaum was. Also es ist natürlich nur für ein Frame, wo man eventuell ein bisschen was sieht. Und das merkt am Ende keiner. So, das hat keiner gesehen, dass da was geschnitten war. So, jetzt haben wir das und ja, jetzt können wir hier wieder zurückgehen, können jetzt hier noch unsere Partikel einfügen, dazu machen wir eine neue Farbfläche, Farbe ist egal, ich nehme auch nochmal blau, gehen dann auf Effekt, Simulation und CC Particle World und ja, können jetzt hier unsere Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel machen wir das jetzt einfach mal weg hier. Das sieht man zwar beim Rendern nicht mehr, aber das stört mich jetzt schon ein bisschen. Dann können wir hier die Animation umstellen. Ich würde die so lassen. Die Gravitation würde ich auf 0 stellen. Ja, dann halt vielleicht noch das Particle-Menü aufrufen. Hier steht jetzt Line. Ich würde Faded Spear empfehlen. Dann sieht das so aus. Hier noch die Größe ändern. So, wie das dann alles aussieht. Vielleicht noch die Farbe von Weiß. Auf Blau zum Beispiel. So. Sieht das so aus. Die andere Farbe, die andere Größe vielleicht noch ein bisschen. So, vielleicht das hier noch. So, und hier noch ein bisschen umstellen. Da müsst ihr eigentlich gucken, was bei euch am besten aussieht. Da kann ich jetzt so auch nichts zu sagen.
Diese Ebene ziehen wir auch einfach nach unten, damit die 1 im Vordergrund ist. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Jetzt sehen wir, dass sich die 2 jetzt hier nur ein bisschen bewegt. Das liegt daran, dass es jetzt eine kleine Zahl ist und dass man das jetzt nicht wirklich sieht, aber man kann es hier erkennen, dass sie sich bis nach hinten lehnt. Wenn ihr längere Wörter oder so drin habt, dann fällt das richtig auf und dann sollte es auch so funktionieren. Ja, das war es jetzt auch eigentlich schon wieder. Ich habe jetzt ja schon auch wieder 10 Minuten gelabert. Ja, wie gesagt, das Video war eine, sollte ein Hilfevideo sein für jemanden. Und ja, vielleicht lösche ich das Video irgendwann mal wieder. Ja, und ansonsten, danke fürs Zuschauen und eventuell abonnieren, kommentieren, bewerten, favorisieren und ganz wichtig, bitte auf Twitter folgen. Ciao.